Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watch Dogs. Ich werde mich jetzt in Richtung Ausruhen begeben. Garderobe. Hier können wir uns umziehen, haben wir aber noch nichts. Wir haben nur die Rächerausrüstung. Also wir haben uns das letzte Mal gezeigt, wie gut meine Orientierung ist. Und wie schlecht mein Autofahrskill ist. Maurice Vega, den haben wir ja schon kennengelernt. Naja, ich werde mich jetzt mal ausruhen. Wecker? Ich kann gerade... Ah doch, hier. Hier kann ich was ändern. Dann stehe ich mal so auf, wie ich sonst auch immer aufstehe. Tagsüber. So. Egal. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. Schon traurig. Das ist wirklich heftig. Es wurde ja ein bisschen kritisiert, dass man keine Verbindung zu Aiden hat, also zu dem Helden. Aber ich muss sagen, da wird die Verbindung doch schon gut hergestellt. Ich kann mich richtig in ihn hineinversetzen. Vor allem, wenn dann noch die Musik so spielt, also echt gut inszeniert. Muss man ja mal sagen. So, hier geht's raus. Ja. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Legen Sie Profile von Passanten an, um kriminelle Aktivitäten zu entdecken. Das machen wir doch mal gern. Was macht die? Werde eines tödlichen Überfalls Irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Ein kleiner Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware. Und ich habe Zugriff auf jedermanns persönliche Daten. Wir müssen derzeit das Handwerk legen. Er holt sich von Autounfall. Ja, die lassen wir in Ruhe. Was stand da? Früher Leistungssportlerin. Mögliches Verbrechen. Alter, was ist los? Das hat mich ruiniert. Damit können sie nicht, kommen sie nicht durch. Spiel nicht verrückt, beruhig dich. Scheiße, ich gehe jetzt zu ihr rüber. Der Typ ist außer Kontrolle. Aber heute wird er niemandem was tun. Nur den Anruf tracen und ich hab ihn. Untersuchen Sie den potenziellen Tatort. Entschuldigung. So, was für ein Autochen nehmen wir denn? Na, das sieht doch ganz sportlich aus, so ein Dodge.
Ja, so einen Dodge kann man ruhig mal nehmen. Habe ich nicht gesagt, Auto aus? Dankeschön. Denn ich will nicht irgendwie Probleme mit der GEMA haben. Autsch. Sorry, ist nicht mein Dodge. So. Okay, er ist hier irgendwo. Ich muss vorsichtig sein, unentdeckt bleiben. Mal sehen, was der Profiler sagt. Verbrechererkennung. Wenn Sie das STOS, einen potenziellen Verbrecher, erkennt, erreichen Sie das Zielgebiet. Benutzen Sie Profiler, um potenzielle Verbrecher oder Opfer zu identifizieren. Lassen Sie sich nicht entdecken. Warten Sie auf den CTOS-Alarm, bevor Sie einschreiten. Es ist besser für Ihren Ruf, wenn die Sie Verbrecher fangen, ohne sie zu töten. Das werden wir aber wahrscheinlich nicht immer schaffen. Was mit dir? Asexuell? Telefonverkäufer, das passt ja wie Faust aufs Auge. Süchtig nach Social Gaming. Ja, ja, Facebook lässt grüßen, ne? Von Polizeiakademie abgelehnt. Ich schwör, dass er nichts getan hat. Ja? Warum sagen dann drei Frauen, dass er sie belästigt hat? Shit, drei? Wirklich? Pass auf, ich weiß, dass ihr befreundet seid. Aber vielleicht musst du einsehen, dass du ihn doch nicht so gut kennst, wie du glaubst. Gott verdammt! Ich weiß nicht mehr, wem ich glauben soll. Ganz unter uns. Ich glaube, sie schmeißen ihn hochkant raus. Okay, war das nicht... Das ist die Gegend. Jetzt muss ich nur noch diesen Kerl finden. Ja, da bin ich gerade dabei, Junge. Falls du das nicht gemerkt hast. Das potenzielles Opfer. Der Typ verfolgt. Er ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Mai von... Was? Klagt Ausgleich mit Ehepartner? Hey, wir müssen reden. Okay. Da gibt es nichts zu reden. Kapier's. Es ist aus. Du irrst dich gewaltig. Ich bin nicht fertig. Hau endlich ab. Ich schrei gleich. Oh, jetzt kriegst du's. Wir sind nicht fertig. Das sag ich dir. Ich mach dich alle. Hallo? Ich will helfen, aber ich find's nicht. Ach, da. Verdammt. Dich kriege ich, du Schwein. Dich kriege ich. Jetzt. Scheiße, was habe ich getan? Ich hätte schneller sein müssen. Dann hätte ich sie gerettet. Neue Fertigkeit. Nein, da stimmt was nicht. Was? Was geht hier vor? Oh, neues Fahrzeug verfügbar. Das ist ein bisschen alles überladen. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hingucken soll. Mein Handy. Nicky, hey, ich weiß. Die Party läuft schon. Sie ist fast vorbei. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Ach, du machst mich irre. Jackson hat sich wirklich darauf gefreut. Bitte beeil dich. Du fehlst uns. Ihr mir auch. Bin bald da. Sorry, Nick. Ich muss da ran. Ich sehe euch bald. Gut, du bist raus. Hey, wenn du mal eine Karre brauchst, ruf mich an. Ich erledige das für dich. Gebrauchte Autos? Willst du lieber zu einem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. Na, vielleicht. Wie geht's Maurice denn so? Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz ablegen. Ich brauche ihn lebend, Jordi. Ja, ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturell, hm? Ich würde ihn abknallen und gut, aber hey, du bezahlst. Ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Check. Ja, lebendig ist ja auch so ein dehnbarer Begriff, ne? Wenn sie sich Fahrzeuge liefern lässt, also wie man sich Fahrzeuge liefern lässt, öffnen sie ihr Smartphone. Oh, ich soll mein Smartphone öffnen? Und einen Chip rausholen oder wie? Wählen sie die App Auto auf Abruf?
Die App will ich auch. Schalten Sie Fahrzeuge frei, neben denen Sie fahren oder Zivilisten hacken. Kaufen Sie Fahrzeuge direkt an den Auto-auf-Abruf-App. AAAA. Während laufenden Missionen steht dieser Dienst nicht zur Verfügung. Wie kann ich nochmal mein Handy öffnen? Ich würde gerne mein Handy öffnen. Hallo, Handy öffnen? Bitte, hallo? Ah, hier. Gehe ich erstmal auf Fertigkeiten bauen. Weil da hat man ja wieder ein paar Fertigkeiten. Kampf, herstellen, fahren, hacken. Komm, wir gehen mal in den Kampf rein. Können wir aber nichts machen. Herstellen. Auch alles rot. Fahren. Auch alles rot. Ah, ich hatte doch einen Skillpunkt. Naja, gut. Auto auf Abruf. So. Motorräder. Motorräder. Autos. Okay. Das gefällt mir. Schöne Auswahl. Der mit dem Beatbox, der nervt ein bisschen. Bestellen. So. Dann gehen wir mal dahin. Ach, die meinen den, wo da auf dem Boden liegt. Ach so. Unfassbar, das hat er echt gewollt. Ja, wer hätte gedacht, dass so ein ruhiger Kerl so versaut ist. Du wirst ihn also wieder treffen? Auf jeden Fall. Er nahm es wie ein Mann. Okay. Erspar mir die Details. Was? Ist das unangenehm für dich? Du hast doch gefragt. Ja, und ich bereue es schon. Was? Sucht läuft was? Was? Ist kälter als ich dachte. Wrestling-Fan? Hobbykoch. Was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Sag ja, das ist. Irgendwie ist es ein bisschen heftig. Man will überall hingucken. Sag mal, das sind ziemlich. Ziemlich moppelig alle hier in dieser Stadt, oder? Oder kommt es mir so vor? Ich meine, gut, ich passe ja ziemlich gut rein dann, aber. Aber trotzdem ein bisschen heftig, ne? Was, Verbrecher erkannt? Ah! So, den erwischen wir aber. So, Motorräder gefallen mir richtig gut. Wobei man sagen muss, die sind schwer zu lenken. So, Verbrecher, wo bist du? Ich muss die Augen offen halten. Er kann auch nicht weit sein. Was? Ah, Mann! Ich krieg's auch nie hin. So, jetzt gehe ich mal dann lieber mal... Wo können wir denn hin? Scheinen, okay, schaltet interessante Orte frei. Komm, das machen wir mal. Hat ziemlich viel von Assassin's Creed, das Spiel. Wheelie kann man also auch machen. So, gut geparkt. Schickes Auto. So. Oh, lauter schicke Autos. Wo ist jetzt das mit dem Aussichtspunkt da? Da oben? Oder wie? Hat Mariana verschrieben bekommen, okay. Das war aber nicht der Aussichtspunkt. Muss ich dann da hoch? Ah, ja. Wie komme ich da hoch? Hä? Da rein? Moment. Seid ihr nicht ein bisschen alt?
Mitglied einer Gruppe von Alien-Entführern, Entführten. Kauft regelmäßig Modellautos. Dann stören wir sie mal nicht weiter. Wie kommt man jetzt hier hoch? So, könnte man wieder zurück auf jeden Fall. Aber wie kommt man jetzt rein? Das ist ja die Frage. Rein oder nicht rein? Das ist hier die Frage. Ja, drüber kommt man so, aber... Hier kommt man auch nicht hoch, nee. Besucht regelmäßig Nachtclubs, das ist ja nichts Böses. Was? Homöopathische Medikamente, okay. Versucht neuen Weltrekord, aber in was? Moment, das war rot. Was war da rot? Keine Ahnung. Ach, Leute. Irgendwie weiß ich nicht, was ich wohin... Wo ist mein Motorrad? Ich habe mein Motorrad vergessen. Verloren. Dann nehmen wir uns eben dieses schicke Auto. Ist das zu glauben? Natürlich habe ich Eier. So, los geht's. Diesen Fixer erwischen wir aber diesmal. Mr. Rushmore, danke, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch. Das Studio sieht anders aus seit dem letzten. Oh, mein Akku geht langsam leer. Nun, es war ein langer Wahlkampf. In der Tat, das war ein. Ja. Finde ich aber gut, dass sie auch Hoppala. Okay. Die müssen DedSec das Handwerk legen. Warum interessierst du dich eigentlich? Was, Experte für Euro? Vielleicht haben die mich auch gehackt, vielleicht nicht. Das ist das Problem. Wie soll man das wissen? Die haben andere Ziele, die verschwinden. Wie war das Passwort noch gleich? Sowas sagt man doch nicht am Telefon. Jemand könnte zuhören. Da hat wohl jemand zu viele Krimis geschaut. Hey, du kannst dich so blöd anstellen, wie du willst. Aber zieh mich nicht mit rein. Such dir doch eine leichtere PIN aus. Okay. So. Fixer Auftrag? Der Auftrag ist raus. Ich muss die Kalle finden und erledigen, bevor sie entkommen können. Was? Ziel ausschalten? Ich bin ein bisschen sprachlos. Ja, das ist ein Geländewagen, Leute. Merkt ihr das nicht? Was? Nein, die entkommt nicht! Schnell, Auto. Ja, nein, 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 nein. Schnell, 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 schnell. Natürlich habe ich jetzt wieder das schnellste Auto ausgesucht. Nein, ich schaffe hier gar nichts. Das ist ja nicht... Darf ich nochmal? Okay. Dann jetzt aber schneller. Diesmal packe ich's. Ich schneide ihm den Weg ab. So. Leute, wie soll man den erwischen?
Ich sehe ihn zwar, aber... Ich hoffe, da kommt man durch. Das hat natürlich nicht so funktioniert, wie ich eigentlich gedacht hatte. Ah, den kriegen wir, noch. Den haben wir gleich, Ah, schon wieder einen falschen Knopf! Verdammt! So kriege ich natürlich nie. Schnell, 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 schnell. Alter. Nein. Das will ich jetzt noch packen. Das schaffe ich noch. Leute, das schaffe ich noch, auch wenn die Folge zu lang wird. Und jedes Mal ist das Auto eine andere Farbe. Finde ich auch sehr interessant. Ja, ja. Das ist übrigens ein Toyota Supra. Falls das wen interessiert. Na, natürlich. Das war aber vorhin nicht so. Nein! Ich drücke mal den falschen Knopf. Kann man Mission neu starten? Ja, dankeschön. Ich drücke jedes Mal den falschen Knopf. Das kann doch nicht... Das hatte ich bei keinem Spiel bis jetzt so krass. Dass ich jedes Mal den falschen Knopf drücke. Nicht mehr auf Y drücken. Nicht mehr auf Y, Leute. Jetzt aber. Jetzt kriegen wir ihn. Alter, wie fahre ich? Beziehungsweise, wie fährt er? Was? Was? Das gibt's doch nicht. Und täglich grüßt das Murmeltier. Aber jetzt. Hoppla. Sorry, nur ein kleiner Kratzer. Ich hub übrigens immer beim Lenken aus Versehen. Nein, nicht schon wieder der Fehler. Ich wollte dann schon wieder reinfahren. Diesmal kriegen wir ihn, Leute. Da kommt doch hier. Wie kann man ihn aufhalten? Hä? Wie kann man ihn denn ausschalten? Scheiße! Wer parkt denn auch so blöd? Wir verlieren schon wieder. Los, 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 los. Das schaffen wir, das schaffen wir. Alter! Alter! Der kann gar nicht so viel Verbrechen begangen haben, wie wir jetzt beim Versuch, ihn zu erwischen, Eier kaputt machen. Ja, Hupsimur, dann hält er bestimmt an. Jetzt aber! Hä? Hoppla.
Wie soll man denn ausschalten? Ich kann auch nicht aus dem Auto schießen. Alter, wie fährst du? Ach, ich muss nur nah an ihn ran, oder wie? Ne, irgendwie ja nicht. Hä? Was soll ich machen? Na, ich glaube, sein Auto geht langsam kaputt. Es qualmt zumindest schon ziemlich. Hey! Meins aber auch schon. Alter, das Spiel, es bringt mich an meine Grenzen. Los, 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 los. Wo ist er denn hin? Dich krieg ich, Junge. Sag mal, wie langsam läuft der? Da bin ja sogar ich schneller. Und ich bin fett. Hinter uns explodiert alles, aber wir haben ihn. 1000 Euro Belohnung. Eieieiei. Neues Fahrzeug verfügbar. Sehr gut. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen und mir sieht sich das nächste Mal. Ciao.